Wetter. Junger Mann, hören Sie mich? Hallo, Ihren Fahrschein bitte. Der stinkt wie ein Wiederopfer, der verpestet die ganze Bahn, ja? Und zeig mal einen Fahrausweis. Jetzt hören wir auf das Auto hier. Lass mich in Ruhe. Komm, her damit. Hey, ganz ruhig. Ganz ruhig, sonst können wir auch anders. Jetzt zeigen Sie bitte mal Ihren Fahrausweis. Ausweis bitte. Was für Fahrausweis? Was soll das werden? Was gibt's denn nicht sonst was zu sehen? Er ist doch total fertig, lass ihn doch in Ruhe. Was ist Ihre Sache? Keine Chance mehr, Alter. Komm, hier ist Endstation. Hey. Ich bin so voll verloren. Hey, du. Hey, hallo. Bleib mal stehen. Hallo, hey. Das ist echt eine super schöne Wohnung. Wie sieht's denn eigentlich aus? Ich kann mir gerade keine eigene Wohnung leisten. In dieser Schuldensache? Hat dir Peter erzählt oder was? Ja, der hat mal sowas erwähnt. Seid jung. Wieso? Ist doch nicht schlimm. Jeder hat doch Schulden. Ich habe auch Schulden. Ja, aber nicht so wie ich. Ja, vielleicht kann ich da nicht mithalten, aber... Was denn für eine Dimension? 1000 Euro? 10.000 Euro? Mehr? 20.000. 30.000. Ey, Jan, bitte. Ich habe keinen Bock, mir den ganzen Tag damit zu versauen. $94.500. Euro. Ja. Wie hast du das gemacht? Ist eine Fabrik angezündet. Schön wär's nicht. Vor einem Jahr eine Autobahn. Ich in meinem alten Golf. Vor mir so ein Top-Manager in seinem S-Klasse-Mercedes. Stau, er bremst, ich nicht. Und seine Karre total schaden. Mein Auto hatte keinen TÜV mehr und ich habe 3 Monate lang meine Versicherung nicht gezahlt gehabt. Und dieser scheiß Mercedes hat dann 100.000 Euro gekostet. Aber jetzt sind es ja nur noch 94.500. Also, wie? Es ist kein Leben mehr, weil du jetzt irgendwie durch für so einen scheiß Bonzen abrackerst, der so einen teuren Mercedes fährt. Also ein Topmanager verdient doch ohne Ende. Der zahlt doch so eine Karre aus der Portokasse. Ja, sicher, aber es war nur eben meine Schuld. Und er ist im Recht. Im Recht? Was ist das für eine Gerechtigkeit? Wenn du zahlst für den Lebensstil von einem Typen, der pervers ist. Eine Karre für 100.000 Euro. Jetzt kommt er direkt hinter vergoldeten Wasserhähnen. Ja, mich kostet es ja auch an. Aber ich hätte ja auch nicht während der Fahrt im Handschuhfach rumwühlen müssen. Ich habe Scheiße gebaut, jetzt muss ich dafür gerade stehen. Aber wer sagt denn das? Die Bullen? Die Staatsanwälte, die Bildzeitung? Das ist diese kleinbürgerliche Scheißmoral. Anstand, Ehrlichkeit, Familiensinn. Du musst pünktlich zur Arbeit gehen, du musst deine Steuern bezahlen, du darfst im Supermarkt nichts klauen. Das kriegen wir reingewirkt, den ganzen Tag. Zuerst in der Schule und dann in der Glotze. Und wozu? Damit Typen wie der sich pervers teure Autos kaufen können. Das ist unmoralisch scheißig. Der jungen Frau das Leben kaputt zu machen, das ist unmoralisch. Weil glaubst du, der Typ hat sich ein einziges Mal gefragt, ob er vielleicht im Unrecht ist? Ja, du hast ja recht. Was soll ich denn machen? Ich habe einmal ein paar Monate lang keine Raten bezahlt, stand sofort der Gerichtsvollzieher vor der Tür. Der erste Schritt ist, du musst das Unrecht erkennen und der zweite ist, du musst handeln. Und wie? Den ersten musst du alleine machen. Für den zweiten brauchst du Verbündete. Und wo finde ich die? Wenn du mit eins fertig bist, kannst du ja mich fragen. Neulich habe ich mal ausgerechnet, wie viel meiner Lebenszeit eigentlich an dieses Arschloch geht. So zum Spaß. Und? Circa 8 Jahre, aber nur wenn ich rechtzeitig Lehrerin werde. Und willst du das? Besser als Kellner. Was wolltest du vor dem Unfall werden? Ja. Also konkret. Irgendwie wollte ich.
Hört sich total bescheuert an. Irgendwie wollte ich einfach nur wild und frei leben. Ist nicht bescheuert. Ist doch okay. Ja, aber das will ja jeder Zweite. Und dann endet es bei irgendwelchen Kompromissen. Ist das so? Muss nicht sein. Kommt drauf an. Gibt ja auch Leute, die das schaffen. Jedenfalls. Ich glaube, wenn du weiter für dieses Arschloch arbeitest, glaubst du irgendwann an nichts mehr. Ich wollte mir runter in der Lage mit der Zigarette. Ja, ich weiß, er soll uns mal schön beim Abmelden, damit er uns den Abend sagen kann, dass wir den ganzen Tag nur rumsitzen und rauchen, verstehst du? Stimmt. Ja, bist du. Sag mal, spinnst du? Der Laden ist voll mit Gästen. Ich soll mir doch die Haare in Ordnung bringen. Sieht man. Sag mal, Paolo, hast du hier noch alle in der Küche? Es tut mir sehr leid. Weißt du, was du hier machst? Weißt du, ich hab die Schnauze voll. Es reicht. Du fliegst raus. No, Chef, ich brauche das Arbeit, Chef. Nee, nein, nein, das war meine Schuld. Ich habe zuerst geraucht. Ich habe ihm gesagt, dass es okay ist. Dann kannst du gleich mitgehen. Was? Ja, Moment. Pack deine Sachen. Moment, lass mir machen. Chef, Moment. Nee, Scheiße, warum kann ich mein Maul nicht einfach halten? Wieso? Ich find's super, dass du dich für den Typen eingesetzt hast. Ja, klar. Aber ich habe den Job gebraucht, verstehst? Nee, das verstehe ich nicht. Einerseits rennst du auf Demos, wo es gegen Ausbeutung geht und Unterdrückung. 1 Euro am Tag. Also jeden Tag 14 Stunden arbeiten, bis jeden Tag in der Woche. Und so, dass sie eben ihre Turnschuhe hier für 100 Euro verkaufen können, die in der Herstellung vielleicht maximal 5 Euro kosten. Sag mal, weißt du eigentlich, wie die Schuhe, die du gerade kaufen willst, produziert werden? Nee. Dass du von kleinen Kindern in Indonesien, Philippinen... Darf ich Sie bitten, die Geschäftsräume zu verlassen? Das dürfen Sie nicht. In Indonesien auf den Philippinen produziert werden. Hören Sie zu, Sie haben kein Recht hier unten. Von das reicht aber gerne nicht. Raus. Fass mich junger Mann, raus jetzt. Ich möchte gerne das Flugblatt. Fass mich nicht an, habe ich gesagt. Bitte verlassen Sie das Geschäft. Ich nicht an, Alter. Raus jetzt hier. Werden die Schuhe von Kindern genäht, die 12 bis 16 Jahre alt sind? Los, Schweine, Alter. Kommt der letzte Pops, was mit euch los? Der Staat unterstützt den Kapitalismus! Und andererseits bist du die Leibeigene von so einem reichen Wichser. Ja. Aber diese Demos kommen eh auch total sinnlos vor. Ja, das Rebellieren ist halt schwieriger geworden. Früher brauchst du nur zu kiffen und lange Haare zu haben und das Establishment war automatisch gegen dich. Was früher subversiv war, kannst du heute im Laden kaufen. Che Guevara-T-Shirts, ne? Anarcho-Sticker. Ja, genau. Und deswegen gibt es auch überhaupt gar keine Jugendbewegung mehr. Weil alle haben das Gefühl, das war doch schon mal da. Das haben vor uns andere versucht, das hat nicht funktioniert. Und warum soll es jetzt plötzlich bei uns klappen? Ja, aber... Weißt du, bei den ganzen Revolutionen, die es gegeben hat... Klar ist da im Einzelnen, hat es vielleicht nicht funktioniert, aber das Wichtige ist doch, dass die besten Ideen überlebt haben. Und genauso ist das bei privaten Revolten auch. Das, was davon gut ist und das, was davon in dir überlebt, das macht dich stärker. Hm. Na, sag mal, was denkst du? Wie viel von den Leuten da unten denken eigentlich gerade über eine Revolte nach? Hm? Ich glaube im Moment nicht so viele. 11:15, da hängen alle vor der Glotze. Wahrscheinlich. Der Mitteleuropäer guckt durchschnittlich 4 Stunden Glotze am Tag. 4 Stunden.
Da bleibt nicht mehr viel Zeit für revolutionäre Gedanken. Wann weißt du, dass ich zu dem allen nicht dazugehöre? Das ist überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist einfach, dass ich nirgendwo etwas sehen kann, woran ich wirklich glaube. Hast du irgendeine Idee, was man dagegen tun kann? Nachts, wenn wir unterwegs sind. Ihr geht plakatieren. Oder nicht? Wie? Wie, was macht ihr denn dann? Wir fahren durch die Gegend und gucken uns Villen an. Und wenn uns eine Villa besonders gut gefällt, dann gucken wir sie uns genauer an. Und was passiert dann? Dann macht ihr ein paar schöne Fotos und klebt ihr ein Album. Oder was? Nee. Verarschst du mich oder wie? Wir brechen dann da ein. Und der Witz an der Sache ist, wir brechen ein, aber wir klauen nichts. Wir verrücken nur die Möbel. Boah. Mama, guck mal. Und hinterlassene Botschaft. Entweder die fetten Jahre sind vorbei oder sie haben zu viel Geld. Die Erziehungsberechtigten. Und Peter und du, ihr seid die Erziehungsberechtigten. Ja. Wie und wozu? Damit die sich nicht so sicher fühlen in ihren privaten Hochsicherheitszonen. Das ist das gruseligste Gefühl. Du kommst nach Hause und jemand war da und hat dich beobachtet. Und wird dich auch weiterhin beobachten. Und warum räumt ihr die Villen dann nicht aus und gibt es alles den Armen? Einbrecher sind ja gewohnt. Nee, die sollen richtig Schiss kriegen. Wenn die nämlich am Bankschalter stehen, flüstert eine leise Stimme: Sie haben zu viel Geld. Sie haben zu viel Geld. Und in dem Moment sind sie ganz alleine. Und dann kann ihnen keiner mehr helfen. Weder das Geld, noch die Frau, noch die scheiß Bullen. Das meinst du jetzt nicht ernst, oder? Ey, krass. Ey, warte mal hier, hier, das muss es sein. Ey, halt, stopp, fahr doch mal hier an. Ich glaube, da wohnt das Arschloch, dem ist das Geld schuldig. Was willst du jetzt machen? Der wohnt hier wirklich. Ja, und? Der Briefkasten quillt voll über. Ich glaube, die sind verreist. Komm, wir gehen mal ein bisschen umgucken. Nee, oh, hey. Jule. Komm, lass uns runter zum See. Vielleicht kommen wir da rein. Hey, komm, sei kein Spielverderber. Nur mal kurz gucken.
Ich kenne sie doch. Jan? Moment mal! Wie viele Stunden arbeitest du denn eigentlich so am Tag? 13, 14 Stunden sind schon. Und was machst du mit dem ganzen schönen Geld? Du häufst Dinge an. Große, teure Dinge. Fette Autos, eine Riesenvilla, deine Yacht. Alles Sachen, die signalisieren sollen, ich bin ein Alpha-Männchen. Tja, ich sehe keinen anderen Grund. Du hast überhaupt keine Zeit, den ganzen Tag mit einer Yacht rumzugondeln. Die Frage ist, warum kriegst du den Hals nicht voll? Wir leben in der Demokratie. Ich muss mich nicht dafür rechtfertigen, dass ich Dinge besitze, für die ich bezahlt habe. Falsch. Wir leben in einer Diktatur des Kapitals. Hör mal. Alles, was du besitzt, hast du gestohlen. Ich kann mir mehr leisten als andere, weil ich immer mehr gearbeitet habe als andere. Weil ich zur richtigen Zeit die richtigen Ideen hatte. Und außerdem ist das nicht etwas, was nur mir gegeben ist, sondern die Chancen haben viele. Sie nehmen sie nur nicht wahr. Sie sind echter Kämpfer. Weißt du, in Südostasien sind viele Menschen, die arbeiten auch 13, 14 Stunden am Tag. Nur die kriegen dafür keine Villa, sondern 30 Euro im Monat. Und ich könnte mir vorstellen, dass die auch so die ein oder andere tolle Idee haben. Nur leider haben die nicht mal das Geld für das Busticket in die nächste Stadt. Entschuldigung, ich kann nichts dafür, dass ich nicht in Südostasien geboren bin. Dafür könnt ihr wirklich nichts, aber ihr könntet das Leben da unten erträglicher machen. Warum erlässt die erste Welt der Dritten nicht einfach ihre Schulden? Das sind 0,01% von unserem Bruttosozialprodukt, die man einfach nur abschreiben lässt. Weil dann das Finanzsystem der ganzen Welt zusammenbrechen würde. Weil ihr sie arm halten wollt. Das ist der einzige Grund. Nur so könnt ihr sie kontrollieren. Nur so könnt ihr sie zwingen, die Rohstoffe zu spottbilligen Preisen abzudrücken. Was verstehst du davon? Das ist genau dasselbe Prinzip, aus dem du Jule nicht die Schulden erlassen hast. Ach, das ist doch absurd. Nee, das ist die Grundregel des Systems. Andere auszusorgen, wo es nur geht. Und die Leute ja nicht auf blöde Gedanken kommen. Das ist doch einfach nicht wahr. Natürlich kann man viel verbessern, selbstverständlich. Klar, Umweltschutz. Man kann die Erzeugerpreise der dritten Welt erhöhen. Unbedingt. Aber das große Ganze wird sich nie ändern. Und warum nicht? Warum nicht? Ja, warum nicht? Weil es in der Natur des Menschen liegt, besser sein zu wollen als der andere. Weil in jeder Gruppe nach kürzester Zeit sich ein Anführer bildet. Und weil die meisten Menschen nur glücklich sind, wenn sie ständig was Neues kaufen können, zum Beispiel. Glücklich? Meinst du, die Menschen sind glücklich, Hardenberg? Ey, guck doch mal hin. Steig doch mal aus deiner Dienstkarre aus und geh mal durch die Straßen. Sieht da irgendjemand besonders glücklich aus oder sehen die aus wie gehetzte Tiere? Mann, guck doch mal in die Wohnzimmer rein, wie die Leute da sitzen. Blass und apathisch vor der Glotze. Und irgendwelche Hochglanz-Zombies, denen von einem Glück erzählen, was sie schon lange nicht mehr kennen. Fahr doch mal in die Stadt. Dann siehst du den ganzen Dreck, die zusammengepferchten Menschenmengen. Die Massen in den Kaufhäusern, die gleichgeschaltet wie so Roboter die Rolltreppen runterfahren. Keiner kennt keinen. Und alle denken, die sind 1 Zentimeter von ihrem Glück entfernt. Aber das ist unerreichbar, weil ihr es ihnen gestohlen habt. So sieht's aus, Hardenberg. Und das weißt du genau. Aber ich habe eine Nachricht für dich, Manager. Die Maschine ist heiß gelaufen. Wir sind nur die Vorboten, aber eure Zeit ist bald vorbei. Diese ganze Scheißtechnik hat euch bequem gemacht, aber die anderen, die haben die Wut. Die Wut von irgendwelchen Kindern, die in dreckigen Slums rumsitzen und amerikanische Actionfilme gucken. Und das ist nur die eine Seite. Was ist denn hier? Die Zahl der psychischen Krankheiten steigt nach oben. Immer mehr Serienkiller, zerstörte Seelen, sinnlose Gewalt. Die könnt ihr irgendwann nicht mehr mit Gameshows und Shopping betäuben. Und die Antidepressiva werden irgendwann auch nicht mehr wirken. Die Leute haben einfach keinen Bock mehr auf euer Scheißsystem. Ich gebe ja zu, dass manches richtig ist von dem, was du sagst, aber ich bin der falsche Sündenbock. Ich habe vielleicht nach den Spielregeln gespielt, aber ich habe sie nicht erfunden. Es kommt nicht darauf an, wer die Pistole erfunden hat, sondern wer den Abzug zieht, Mann. Schon was länger her, was? Ha? Hast du mal was selber wäscht? Wie kann eigentlich jemand wie du mit so einer Vergangenheit heute so leben? Hast du mal Ideale und so?
Tja, wie sagte schon mein Vater, wer unter 30 ist, ist nicht links, er hat kein Herz. Und wer über 30 ist, immer noch links, er hat keinen Verstand. Ja, ja, genau. Das ist genau die Scheiße, die ich nicht glaube. Das ist doch die Standardausrede von Typen wie dir. Das geht ganz langsam, Jan, das merkst du gar nicht, Stück für Stück. Irgendwann willst du auch mal deine rostige Karre loswerden, bis mein Auto haben, was zuverlässig ist, eine Klimaanlage hat, Garantie. Dann heiratest du, hast du eine Familie, da willst du dir was bieten, kaufst ein Haus. Hast du Kinder, müssen zur Schule gehen, Ausbildung, es kostet Geld, Sicherheit. Dann machst du Schulden ohne Ende. Ja, um die Schulden abzuzahlen, musst du Karriere machen. Um Karriere machen zu können, musst du so denken wie die anderen und irgendwann ertappst du dich dabei, dass du in der Wahlkabine stehst und dann für CDU das Kreuz machst. Als ich klein war zum Beispiel, wenn ich mit meinen Freunden, wenn wir mit den Puppen Mutter, Vater, Kind gespielt haben, dann war das immer für die echt total real. Die sind völlig daran aufgegangen. Ich konnte es irgendwie nie vergessen, dass das einfach nur Puppen sind. Und habe mich dann immer eben als Beobachterin gefühlt und nicht als Teilnehmerin. Weißt du? Mhm. Irgendwie ist es immer noch so. Also mit dem Leben. Das ist die Matrix. Du siehst sie und kannst nicht in ihr leben. Ich auch nicht. Weißt du, ich hab gedacht, mit dem Geld kommt die Freiheit. Das Gegenteil ist der Fall. Du bist erdrückt von Verantwortung. Fühl mich manchmal wie im Knast. Hör auf zu jammern, ey. 3 Millionen Jahresgehalt ist ein Schmerzensgeld genug, oder? Ich kann aber nichts anfangen mit dem Geld. Da gibt's auch denen, die es brauchen. Das ist mit deinem Jahresgehalt. Könntest du 1000 Menschen vor Verhungern retten. Das klingt plakativ, es ist aber so. Das kann ich machen. Aber nur einmal. Mach's doch. Um ehrlich zu sein, Peter, ich habe auch schon darüber nachgedacht, den ganzen Krempel mal hinzuschmeißen, alles zu verkaufen. Einfach wegziehen aufs Land. Einfach und bescheiden leben. Mit meiner Frau zusammen als Lehrer arbeiten. So wie früher, als wir noch Studenten waren. Arm, aber glücklich. Wir haben uns geliebt. Okay. Das war's wohl, oder? Vielen Dank fürs Heimfahren. Und macht euch keine Sorgen wegen den Bullen. Moment. Dein Pullover. Danke. Hier, das ist für dich. Ich will ja nicht dein Leben verbauen. Danke. Wir drei, verdammt nochmal, das ist viel wichtiger als irgendeine Spießermoral. Die besten Ideen überleben.
Komm, gib her. Hola, buenos días. ¿Puedo entrar a limpiar la habitación? No, you don't have to clean the room. Thank you.